Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. So, heute werden wir uns mal nicht mit den Bienen beschäftigen, sondern uns ein paar Maschinen craften. So, mal eben schnell nachgefüllt uns unsere Hühner hier. So. Und zwar werden wir uns einmal einen Recycler bauen. Hier. Kompressor, Glowstone, Dirt und Refined. Na, zurück. So. Maschinenblock, Schaltkreis und Stein. Okay. So. Wo haben wir Stein? Stein, Stein. Hier. So, hier haben wir noch zu wenig Refined. Hier haben wir aber noch genug. So, einen Maschinenblock. Ein Schaltkreis. So, und außenrum Stein. Dann haben wir mal den Kompressor. Gut. Okay. So. So. Glowstone. Und Glowstone. Ach, hier. Da haben wir auch nicht mehr viel. Weil ich hier die ganzen Lampen hier gemacht habe. So, und zwar Refined. Na, so. Gut, dann haben wir einen Recycler. Ah, was ist denn hier? So, steckt hier rum. Machen wir das rein. Und die Kohle können wir eigentlich da mal reinschmeißen. So, dann haben wir mal einen Recycler. Dann brauchen wir einen Messfabricator. Okay. Da brauchen wir mal einen Diamanten. Jetzt haben wir zu wenig. Ne, hier nicht. Hier war's. Bleibst du da drüben? So. Mal von einen halben Stick mit. Und dann machen wir mal hier so einen Energiekristall. Gut. Dann brauchen wir zwei normale Schaltkreise. Brauchen wir aber noch Gummi. So. Haben wir erst wieder drei übrig. Ne. Was mache ich hier für eine Blödsinn? Drei, drei, drei. So. Haben wir hier nochmal zwei Schaltkreise. So, dann haben wir hier zwei Schaltkreise. Die um den Energiekiste herum. Und dann das Lapis. Dann haben wir hier den Lapatron-Kristall. So, dann brauchen wir zwei Advanced Maschinenblöcke. Okay, mal schauen, ob wir hier da irgendwas... ne, sieht nicht so aus. Hier vorne. Nö. Da haben wir nichts mehr davon. Dann werden wir uns hier gleich mal... Kohle müssen wir auch mal wieder schauen, dass wir dabei bekommen. Mal hier wieder reinschmeißen. In der Zwischenzeit machen wir uns hier mal so ein Metal Mixed. Wie immer wie das Ingot, glaube ich, heißt das. Genau. Na, Mixed Metal Ingot, so heißt es. Schmeißen wir hier rein. Dann brauchen wir das nochmal. So viel. So, und den in der Mitte Bronze und oben Refined. So, das reicht uns. So, mit der Kohle, das braucht hier ein bisschen. Dabei können wir mal die zwei normalen Maschinenblöcke craften.
So. Was brauchen wir denn noch? Zwei Advanced-Schaltkreise. Okay. Unsere Kabel erst gleich wieder weg. So. Zwei normale. Und zwei Advanced. Gut. So, Glowstone haben wir hier noch vier Stück. Ja. Gut. Dann müssen wir hier auf die Maschinenblöcke warten. Nehmen wir mal hier so einen Overclocker und schmeißen wir den da oben rein, damit das schneller geht. Dass wir hier nicht zu lange warten brauchen. So, hier haben wir schon vier Stück. Das müsste eigentlich schon reichen. So, hier können wir den Sequenzer ausschalten. Den brauchen wir da aber mal nicht laufen, weil hier haben wir nichts drin. Hier nehmen wir das Bienenwachs und die Honigdrops raus und tun das mal hier in die Kiste. Hier haben wir schon ja einiges. Bienenwachs und so weiter. Na, was willst du denn da draußen, du Spinne? Willst du uns besuchen? Ja. So, dann haben wir hier schon mal so einen. Na, was ist denn hier? Das geht hier viel zu langsam. Machen wir den zweiten hier auch noch rein. Brauchen wir nicht zu lange warten. So, du hier bist da mal, hast da mal Pause. Machst mit dem hier weiter. Ja, können wir eh nur warten. Haben wir wieder vier Stück. Können wir wieder durch. Craften. Zu diesen Raw Carbon Fiber. Fibre. Oder wie es immer heißt. So. Nee, die wollen hier eh nicht schlafen gehen. Gott sei Dank. Haben jetzt keine Zeit für schlafen gehen. Obwohl. Naja, Strom haben wir noch genug. Da habe ich schon zwei Overclocker drin, der ist nicht mehr so langsam. Geht gar nicht. So, gut. Können wir gleich unseren ersten Advanced-Maschinenblock schon machen. So, ich werde dann wieder so ein automatisches System machen, wie unser anderen Let's Play. Mal gucken, was wir da alles dafür brauchen. Das werde ich dann aber nicht mit so Kisten verbinden, außer die letzte. Und dann werde ich das dann anders machen. Werde ich dann mir noch genau überlegen, wie wir das dann genau machen werden. Jedenfalls nicht so kompliziert wie in der letzten. Im letzten Let's Play. So, gut, dann können wir schon einen Advanced machen. Links, rechts und oben, unten. Dann haben wir schon Advanced. Mach mal schneller hier. So, hier füllen wir noch ein bisschen Kohle nach. So, wir brauchen unbedingt wieder Kohle. Nämlich die ganze Kohle hier in irgendwelche verschenkt. Ich dachte, ja, Kohle brauchen wir eh keine mehr. Oder halt nicht zu viel. Dann kann ich mich wieder auf die Suche nach Kohle begeben. So, jetzt haben wir es aber gleich geschafft. Gleich. So, da hinten haben wir unsere Bienen. Kann ich euch mal kurz hier zeigen, wenn wir hier da warten müssen. Und hier mal diese Spinne hier töten. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Aber die nervt mich gerade ziemlich. So, hier habe ich noch zwei. Ich glaube, wir hatten im letzten Let's Play nur zwei solche Bienenhäuser. Hier habe ich eben noch welche dazu getan. Die anderen davor, also dieser Sumpf hier, wo jetzt keine Sumpf mehr ist, die brauchen eben hier diese Schwammerln. Hier habe ich drunter so einen Block hergetan, den werde ich euch gleich zeigen. Sonst kann man da keine Schwammerln platzieren. So, gleich mal hier nachfüllen alles.
sondern am besten nicht gleich und gleich immer zusammentun, sondern immer zwei verschiedene. Zum Beispiel hier so eine, darunter, dann kommt meistens so dann eine Königin raus, meistens. Gucken. Ja, genau. Das sind die, was glaube ich in der Nacht auch aktiv sind. Eigentlich. Ach so, nee, doch nicht. Das sind dann andere. Okay. Hier sind wir schon voll. Dann brauchen wir hier noch eine zweite Kiste. Tipp, unsere Schrafen ist gerade... Na, was ist denn hier heute los? Ach nee. Den Creeper lasse ich hier aber nicht explodieren. Das sieht hier toll aus. Kann da irgendwo anders... No. Machen wir wieder ein paar mehr XP. Da kommst du damit? Wirst du... Mein Haus brauchst du da nicht explodieren. So, ziehen wir gleich wieder bei den Spinnern. So, hier lass mal dich explodieren. Ach, okay. Ist ja gar nicht explodiert, waren wir schnell genug. So, da gehen wir schnell wieder rein. Schon wieder so eine doofe Spinne, die hier in der Luft fliegt. Sind, glaube ich, alle am Haus oben. Ich glaube, ich muss da oben im ersten Stock noch ein bisschen ausleuchten. Weil sonst... Letztes Mal war hier ein Zombie drin. Hier noch einen her. Hier noch einen. So. In den Nether gehen, dann können wir noch ein paar mehr solche Glowstone-Lampen hier machen. So, das packen wir hier rein alles. Hier haben wir so einen Skelettkopf bekommen, den kann man sich aufsetzen. Das werden wir jetzt aber nicht machen. So, genau, wir brauchen hier noch eine Kiste. Jetzt haben wir hier keinen Platz mehr für unsere Bienen. So, die werde ich aber dabei mal hier herstellen. Möchte ich... na. Jetzt will ich nicht rauslaufen. So, die Waben, die kann man hier in den, in die Zentrifuge reinmachen. Und da kommt dann eben so ein Bienenwachs und diese Honigtropfen daraus. So, hier ist die Kohle schon fertig. So, zwei solche Stück brauchen wir. Gleich mal rein damit. Okay, eins hatten wir hier schon. Aber macht ja nichts. Dann mal hier rein. Dann haben wir es gleich. So, jetzt geht unser Strom weg. Der haut ab. Das ist nicht gut. Naja, wird sich wohl ausgehen für unsere zwei Platten hier. Genau. Aber die brauchen wir ja nicht. So, und in der Mitte den normalen Maschinenblock, dann war das so. So, den Labatron in der Mitte und außen noch Glowstone herum. Genau, dann haben wir hier den Messfabricator, den wir jetzt ja nicht rausnehmen können. Und zwar, da werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden das hier alles runter raus tun. Dann werden wir uns in den Cheat Mode begeben. Und uns hier einen... Das geht glaube ich so auch. Weiß ich jetzt gar nicht. Wir brauchen einen Messfabricator. Genau, da ist er. Und die restlichen Sachen machen wir mal da unten hin und die schmeißen wir dann weg. So und so. So, jetzt haben wir Maschinenblöcke, 4 Glowstone, 2 Advanced und einen Labatron. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück auf Z-Mode. Und dann passt das wieder. Haben wir unseren Messfabricator und unseren Recycler. So, dann können wir hier das jetzt Mixed Ingot wieder reinschmeißen. Machen wir hier dabei rein. Können wir da runter machen. Und hier kommt das Lapis. Gut.
Haben wir das schon mal? So, und ich werde dann jetzt offline mal an dem Konzept arbeiten, wie wir das da am besten verbinden mit dem Recycler und dem Messfabricator. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.